Willkommen zurück, meine Lieben, bei den oben DTD Mega Giga Super Staffel. Heute wollen wir uns mal an das Zink und die Ferroalloys machen. Wir haben hier schon jede Menge LKWs, die allesamt, so wie es aussieht, ziemlich leer hier wieder zurückgehen. Und ich denke, dem können wir Abhilfe schaffen. Weil ich möchte jetzt hier nicht noch mehr LKWs hinpumpen. Von dem her, die Frage ist, welche missbrauchen wir wofür? Ich denke, wir verwenden... Ich denke, ich nehme jetzt einfach mal die... Die gelben? Ne, wir nehmen die braunen. Ne, Moment mal. Die braunen werden wir für das Kupferkonzentrat verwenden. Wir nehmen, einfach damit es farblich einigermaßen funktioniert, wir nehmen die grauen für das Zink. Wobei, das sollte eigentlich blau sein. Und die gelben für die Ferroalloys. So oder so, es ist... Okay, es ist egal. Also, Jetzt mache ich natürlich den Fahrplan kaputt. So, danach geht ihr bitte erstmal ins nächste Depot. Und rüstet hier oben auf Ferroalloys. So, dann geht ihr zurück hier. Dann geht ihr zu... Pyritmine, ladet aus, dann geht hier ins nächste Depot, umrüsten auf, was habt ihr? Cleaning Agents, okay. Ich hoffe, das müsste gehen. Cleaning Agents. So, und danach... So, Pyritmine... Umrüsten, zurück zur Pyritmine. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier Ferroalloys, die da sind. So, das Ganze machen wir jetzt noch. Machen wir noch mit Aufträgen, mit springenden Aufträgen. Und zwar sagen wir hier, springe zu Auftrag 1. Wenn... Wartende Frachtmenge an Ferroalloys in dieser Station ist kleiner gleich 50 Tonnen. Oder machen wir 100. Wir haben so viele Fahrzeuge da. So. Das sind die gelben. Okay. Dann, wie gesagt, nehmen wir die grauen. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich mehr gelbe. Weil der Fahrplan jetzt einfach länger dauert. Weil das Ganze ein bisschen ein Clusterfuck ist. Du hast Cleaning Agents. So, dann nehmen wir die grauen und sagen, danach gehst du ins nächste Depot und rüstest dich auf Zink um. Okay. Danach gehst du wieder hier hin. Dann gehst du dahin. Gehst ins nächste Depot und rüstest dich... Ich glaube, das ist Koks. Ja. Rüstest dich auf Koks um. Gehst wieder zur Pyritmine. Gut. Okay, wir haben das erste Zink. Das heißt, jetzt können wir sagen, hier bedingter Sprung zu Auftrag 1. Wenn wartende Frachtmenge...
Zink. Ganz unten. Bei dieser Station ist kleiner gleich 50 Tonnen. So. Das müsste passen. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich mehr Fahrzeuge im Endeffekt, um das Ganze zu handeln. Aber das sollte in Ordnung sein. Was, wir brauchen nicht keine zusätzlichen Fahrzeuge, keine zusätzlichen Verkehr auf der Strecke. Was wir vielleicht noch sagen sollten ist, hier alles entladen. Ansonsten macht es nicht so viel Sinn. Und ihr hier alles entladen und leer verlassen. Sonst geht das Ganze natürlich nicht. Genau. So. Dann. Könnten wir jetzt hier einfach normale Züge machen. Ich habe hier aber rote genommen. Denn ich denke, wir lassen hier schnellere Züge fahren. Einfach, weil ich langsam umstellen möchte, um von diesen alten Dingern wegzukommen. Ne? So. Das muss erstmal runter. Wir nehmen ein. So ein Ding. Ich mische jetzt die Gleise auch nicht. Sondern wir machen das einfach so. Und dann müssen wir hier die Stadt ein bisschen anpissen. Oh, das war zu viel. So. Einmal so. Und nein. So. Und dann gucken wir mal, wo das Ganze rausführt. Okay. Das ist richtig. So, dann können wir hier einen Tunnel machen. Eins, zwei. Das passt perfekt. Das noch weg. Hier haben wir einen kleinen Slowdown drin, das ist okay, können wir nicht anders machen. So, dann Signalisation. Hier ebenfalls. Und wie haben wir das hier gemacht? Also, das ist Ausgang. Eingang. Hätten wir das schon mal? Eingang. Ausgang. Okay, gut. Das ist hier die Ferroalloys und das Zink staunen sich. Genauso wie es sein soll. Ich habe eine Idee.
So, du kommst weg. Wir machen sowas. Dann okay, das wird jetzt ein bisschen hässlich sein. Aber das ist in Ordnung. Okay, der Zug hat sich irgendwie verirrt. Müssen wir gleich mal gucken. Ah, warte mal, nee, das geht gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte eigentlich ein Depot hier unten drin bauen. Aber das geht nicht. Weil ich kann keine Brücken über den Depots bauen. Hm. Ärgerlich. Okay, wenn das nicht geht, können wir, wenn nur dieses Gebäude nicht wäre, könnten wir oben durchgehen. Und wir können auch so oben durchgehen. Es ist halt einfach hässlich. Es ist halt einfach hässlich. So, da. Das ist jetzt, ich meine, das ist eine eher niedriggeschwindige Strecke. Das ist kein super Highspeed-Ding, ne? So. Kriegen wir hier noch ein Depot rein? Gut. Und dann machen wir hier noch ein Depot rein. Wobei das Stück ist eigentlich nicht notwendig. Ja, wir lassen es. Warum auch nicht? Die müssten rein, rauskommen. Sieht soweit okay aus. Gut. Dann brauchen wir eine neue Gruppe. Wir fangen mal mit den Ferroalloys an. Ferroalloys. Und auch wenn das jetzt keine Maglev ist. Soll ich die wirklich unter... Ich weiß nicht, ob ich mir einen Gefallen getan habe, dass ich die untergruppiert habe. Eventuell war das doof. Ich wollte es eigentlich nur machen, dass ich einfacher sehen kann, wie viel Profite die machen. Okay, komm, wir... Wir machen weiter so. Maglev, auch wenn es jetzt keine Maglev ist. Eine neue Gruppe. Valisellen Pyritmine nach Burgdorf Sheetmill. So, wir brauchen eine Farbe. Ferroalloys war, glaube ich, mal hell-lila. Ja, machen wir doppelhell lila, das ist in Ordnung. Dann brauchen wir neue Fahrzeug, neues Template. Da nehmen wir jetzt eine, die 6 lang ist. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung hier ist ungefähr 300 km/h. Das heißt, wir nehmen jetzt hier
Die X201. Ferroalloys. Und dann nehmen wir jetzt den kleineren. Okay. 330 Tonnen. Das benennen wir jetzt um. Das ist Monorail Ferroalloys. Weil das ist eine Monorail-Lok. So. Kopiere. Und du gehst bitte dahin und dahin. Go. So, Ferroalloys, müssen wir das Ding noch einordnen. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das in der Maglev packen soll, weil ich vorhatte, hier eine Monorail zu machen. Aber ich glaube, es ist okay. Die Templates stimmen jetzt aber, glaube ich, nicht. Beziehungsweise sie sind nicht angewandt. Ja, das Ding und das Ferroalloy-Template müsste man hier noch Fahrzeugersetzung einmachen. Das werden wir das umbauen. Das gleiche gilt wahrscheinlich für das Treibstoff-Template. Das war auch nicht an. Und wie schaut es mit dem Säure-Template aus? Okay, das Säure-Template ist an. Wo ist unser Zug? Da. Okay, du bist voll beladen. Ihr müsstet auf 300 km/h was. Okay, das bremst ab. Hier 30 km/h. Ferroalloys sind drin. Okay, das sind saumäßig viele Ferroalloys. Ich denke, wir werden wahrscheinlich diesen Bahnhof ausbauen müssen. Mir gefällt das Slowdown nicht so. Ich glaube, ich sage auch dir eine kleine Strafe geben. Sie tendenziell das da verwendet. Und die Strecke ist eigentlich einfach nur, falls sie ins Depot müssen, dass sie hier nicht die eigentliche Strecke blockieren. Spannend, dass das hier keinen Slowdown verursacht. Anscheinend. So, dann brauchen wir noch ein Template. Okay, da wird jetzt mittlerweile einiges. Kurz noch muss ich hier gucken wegen dem Altmetall. Du kannst los. Da wird jetzt schon ein bisschen was produziert, allerdings noch nicht genug. Das heißt, eventuell müssen wir auch noch dann den Sauerstoff anliefern. Wandkalk ist leer, Kalkstein ist... Okay. Ich glaube, das Ding hier ist nicht mehr vonnöten. Es ist nicht mehr vonnöten. Gut. Dann machen wir ein neues Template für... Was war das andere? Zink. Zink. Neues Template. Wir nehmen dieselbe Lok. Die X201. Wir sagen jetzt hier... Zink, das ist ganz unten.
Flachbettwaggons? Moment, der nicht. Der hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung, der hier. Das ist super. Das heißt, du bist Zink Monorail. Nein, umgekehrt. Der ist falsch benannt. Ferroalloys Monorail. So, jetzt passt. Okay, gut. Dann kaufen wir uns mal so ein Ding. Und dann machen wir eine neue Gruppe. Zink ist auch neu. Haben wir noch nicht. Das ist Valisellen-Pyritmine nach Burgdorf Sheetmill. Und das Ganze kommt unter Maglev rein. Und Farbe ist blau. So, das wäre mal der. Ja, ich weiß. So, du gehst dahin und dahin. Ist kopiert. Go. Erster kann los. Dann müssen wir das Template noch verknüpfen. Mit dem Zink, das wir gemacht haben. Fahrzeugersetzung an. So, kopieren. Du kannst los. Ich sage noch, kleine Strafe. Hier geben wir sogar eine mittlere Strafe. So, sie sollen lieber auf diese Gleise ausweichen. Wenn möglich. So, kopieren wir nochmal. Okay, hier wird es jetzt zu einem Problem. Die Lok hat einen ganz guten Antrieb, wobei, bis sie auf Fullspeed ist, wird sie wieder verlangsamt hier. Naja, was soll's. Es ist jetzt nicht die Welt. Der hat dann ordentlich Gas. An der Stelle. Okay, ich denke, das müssen wir erweitern. Hilft wohl nichts. So. Und das muss auch weg. Wo zur Hölle kommst du raus? Okay, da und da. Ist okay. So, der hier muss etwas verbessert werden. Passt. Okay, der geht nicht. Dann soll mir das recht sein. Dann geht er einfach oben drüber.
Dann geht er einfach hier oben drüber. Und eigentlich ist es doof. Eigentlich ist das doof, das so zu machen. Ich warte mal ganz kurz, bis die Züge ein bisschen aus dem Weg sind. Dann werden wir kurz pausieren und das Ganze umbauen. Das könnte ein bisschen dauern, bis die Züge aus dem Weg sind. Na komm schon, raus da. Ich hoffe, es kommt kein neuer. Okay, perfekt. Eigentlich sind die schon nicht schlecht. Was schlecht ist, ist das hier. Ne, Moment. Genau, wir müssen sie ein bisschen nach hinten verlegen. So. So ist es besser. Können wir das nämlich jetzt auch wieder rausnehmen? Okay, das wäre das. Das heißt, hier hätten wir einen Eingang. Das heißt, das müsste so ein Signal sein. Und das müsste so ein Signal sein. Das bedeutet, was? Jetzt habe ich mich verwirrt. Das hier ist doch... Was sind beides? Ein Ausgänge. Das hier ist falsch. Das muss so ein Ding sein. Richtig. Dann. Okay, jetzt ist es, glaube ich, korrekt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das letzte Ding anzuschließen. Ich muss kurz warten, bis der Zug aus dem Weg ist. Das heißt, hier haben wir dann nochmal so eines. Und das heißt, nein, das ist korrekt. Die Strafe können wir rausnehmen. Das ist eine kleine. Und den hier kopieren wir. So, das wäre mal die Seite. Hier fehlen noch Signale. Okay, ich denke, ich reiße die beiden nochmal ab. Machen das so. Dann bekommst du auch eine Strafe.
Okay, das ist gut. Was ich jetzt noch tun möchte, ist... das hier zusammenführen. Damit die ins Depot können. Okay. Ich glaube, das sollte funktionieren. Jetzt sind die Depots ein bisschen ungünstig positioniert. Außer wir machen das. Das ist, wenn da einer rauskommt. Okay. Das hier muss drin bleiben, damit die hier rauskommen. Wir machen das und das. Das könnte zu Staus führen, müssen wir mal gucken. Was ist denn jetzt mal los? Und jetzt sollten wir damit... Ich frage mich, ob das hier stärker abbremst als das da. Unsicher. Aber das sollte zumindest jetzt unsere Kapazitätsengpässe mehr oder weniger beheben. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Ferroalloys-Zug. Ich kopiere den jetzt nochmal. Du kannst los. Okay, wenn sie hier raus... Sie können nur auf diese beiden Gleise. Das ist vielleicht etwas ungünstig, aber danach können sie sich zumindest verteilen. Ja, das ist genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte, dass das passiert. Dass die hier so blockieren. Okay, da wird jetzt auch ordentlich was produziert. Das Einzige, was es noch fehlt, ist das Carbon Steel, das wir von hier drüben bekommen. Okay, und hier ist immer noch relativ viel. Ja, wir haben auch sehr viel Zinkstaus. Eventuell werden wir die braunen auch noch für Zink missbrauchen. Offensichtlich brauchen wir noch mehr Züge. Ja, es funktioniert einigermaßen aktuell. Es ist echt ein Breakdown, bevor er im Depot ist. Okay, es ist ein bisschen eine längere Episode. Aber... ja. Glücklicherweise fahren sie relativ schnell wieder an. Also ich glaube, die Lok ist richtig gewählt. Und dann können sie direkt reinfetzen. Okay, Zink ist raus. Das heißt, wir sagen bei euch noch, fahre zu dem nächsten Depot. Umrüsten auf Zink. Fahre zum Schmelzofen. Fahre zur Pyritmine. Alles entladen.
fahre zum nächsten Depot und rüste um auf Pyrit. So. Und dann wieder zur Pyritmine. Und dann sagen wir hier noch bedingter Sprung zu Auftrag 1, wenn wartende Frachtmenge an Zink bei dieser Station ist kleiner gleich 50 Tonnen. So. Das heißt, das Zink sollte jetzt auch abgeholt werden. Hoffentlich. Vielleicht brauchen wir noch einen Ferro-Alloys-Zug mehr. Mal gucken. Bin ich mir jetzt im Moment unsicher. Wir werden sehen. Gut. Das müssen wir jetzt ein bisschen im Auge behalten. Ob das... Eventuell werde ich die beiden Depots abreißen. Das stört mich. Wir müssen gucken. Aber das war's erstmal mit dieser Episode. Ich denke, wir werden hier beim nächsten Mal noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte auch den Sauerstoff anliefern. Die nötige Infrastruktur dafür haben wir schon. Das heißt, da müssen wir nicht mehr so viel machen. Plus, ich möchte kurz hier noch schauen. Okay, Wertstoffe sind gut. Altmetall könnte man nochmal ein Schiff brauchen. Das hier sieht eigentlich auch einigermaßen vernünftig aus. Gut, ja. Dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.